So, weiter geht's mit dem, was bin ich hier? Anfänger Cup? Anfänger Amateur Cup. Amateur Cup. Genau. Und diese seltsame Strecke, die ich gar nicht kenne. Willow Springs International. Wo liegt das? Kein Plan. Oder steht das hier irgendwo? Ich hab's nicht gesehen. Verdammt. Ah, scheiße, ich hätte in der Pause jetzt was zu trinken holen können. Hab ich aber mal wieder nicht getan. Das sieht aus wie ein Penis, die Strecke in der Mitte. Boah. Dicker Penis. Die Strecke kenne ich. Aus Top Gear. Da wurden die nämlich von Jagdfliegern beschossen. Weiß man Bescheid. Ich hoffe, jetzt werde ich hier nicht wieder auf der Ziellinie durchgebumst. Streckentyp Welt. Eine ziemlich öde Landschaft, ey, mit einer ziemlich öden Strecke. Aber gut, machst du nix. Na, geht's los? Wie die Musik abgeht, ey, da muss ich rüber quatschen. Wahrscheinlich werde ich dafür gleich wieder in die GEMA gemeldet. Sie haben geschütztes Material gestohlen. Warum geht denn das nicht los? Die Strecke hat doch keine Sachen, die da geladen werden müssen. Außer Sand. Lade Sand. Juhu. Ja, ich weiß, wie man beschleunigt. Meine Fresse. Wenn ich jetzt aufhöre zu beschleunigen? Der sagt denn echt denn immer, ich soll beschleunigen. Das ist ja echt scheiße. Ich möchte das nicht. Ich möchte hier nicht so bevormundet werden. Oh. Klimper, klimper. Wie die Sonne da eben durchgeschienen hat da oben. Ne, im Rückspiegel ist die Sonne. Das ist aber cool. Das habe ich aber auch noch so nicht gesehen. Ich hoffe, die blendet jetzt nicht so mega. Oh Gott, ich bin blind. Nice. Das sieht echt nice aus. Alter Schwede. Ich ohne hier einfach. Komm, ey, Fiat 500 Sport, ey, nix kann er. Tschüss. Ja, die Strecke ist aber doch von der Führung ziemlich geil eigentlich. Bergab und bergauf. Oh Gott. Komm, nicht raus, nicht raus, nicht raus. Drinbleiben, ja. Schöne weit gezogene Kurven. Und dann noch ein bisschen Pech im Tal. Ich muss die Zecke da vorne wieder kriegen. Weiter. Einfach Vollgas, einfach Vollgas. Ach, wenn du Angst hast. Ich zieh's durch. Ach, verdammt. Das war überhaupt nicht grob fahrlässig oder so. Was ist das da für eine Karre? Warum sieht die so kacke aus und fährt so schnell? Also, Windschatten fahren. Oh yeah. Bitch. Miau. Oh Gott. Alter. Ah, das Ding habe ich in der Tasche. Dachte ich eben auch. Beziehungsweise in der letzten Folge, verdammt. Ich habe sogar einen offiziellen Cut gemacht. Sogar hier so die Landschaft so ein bisschen Schatten hat, wie der Berg da eben. Ich bin schwer beeindruckt. Oh Gott! Das lässt sich einfach super kontrollieren, das Fahrzeug. Man weiß einfach genau, was passieren wird. Er wird so ein bisschen rutschen und so weiter. Bis da und da. Früher konnte man das immer nicht sagen. Da hat es sich immer total seltsam verhalten. Ist er denn mal komisch gerutscht und hat er mega übersteuert oder so? Hier kommt einfach viel mehr das Heck schon ein bisschen raus. Und das ist ja nun nicht mal irgendwie ein Sportwagen. Naja, es ist ein RS oder so. Und das hat bei der kleinen Gurke ja nichts zu sagen. 170 schafft er noch ein Polo. Ein Polo, der nicht abgeriegelt ist, vielleicht. Na komm. Zweite Runde, ich gewinne das, ne? Ja, ich gewinne das. Oh Gott. Ich verliere das. Ich gewinne das.
Na, wo bist du jetzt? Hm? Jetzt bist du ganz hinten. Kannst mich nicht überholen, so. Auf den letzten Zentimeter, ey, meine Fresse. Ich hätte den einfach wegkicken sollen. Habe ich nicht dran gedacht, weil ich so blöde Scheiße gelabert habe. In der letzten Folge. Drück weg den Scheiß. Ich brauche kein Konfetti. Kann ich mir auch nichts von kaufen. Boah, ich bin so reich. 3 Sterne. Muss ich jetzt echt mal eben schlau machen, wie ich denn andere Events freischalte. Oder ob es noch Special Events gibt und so. Ich muss mich jetzt mal wieder ein bisschen im Menü umsehen hier. Da bin ich ganz kirre im Kopf. Bla. Bla. Kaffeepausen-Herausforderung, okay. Letzter Test für Anfänger. Dann geht's zu B. Okay. Da braucht man 15 Sterne für. Aha. So sieht's nämlich aus. Wie viele habe ich denn? 14. Scheiße! Ich hätte den einen scheiß Stern gebraucht! Oh Gott! Ich bin behindert. Was ist das? Ihr Rekord. Kegel-Herausforderung 1. Wenn sie... Kegel umstoßen? Finde ich gut. Wird gemacht. Okay. Ich dachte jetzt so, Slalom fahren. So eine Scheiße. Kegel umfahren? Beste. Da prallen die jetzt quasi hier noch mit ihrer Physik. Die funktioniert. Unglaublich. Finde ich super. Was ist das für ein seltsames... Okay, das soll wahrscheinlich ein GT sein. Die haben also eine eigene Arena. Ich verstehe. Also eine Ingame-Arena. Ich glaube nicht, dass die irgendwo steht. Und wenn doch, bin ich sehr verblüfft. Möchten Sie die Handbremse der O-Taste zuweisen? Also nicht der O-Taste, sondern der Kreistaste. Ja, das möchte ich. Wo waren sie denn vorher? Oder hatte ich einfach keine? Dafür ist die Sicht natürlich jetzt einfach mal nicht so gut, aber... Naja, egal. Gott, das war überraschend stark, die Handbremse. Juhu! Ich schlag mich, glaube ich, nicht so gut, aber na, was soll's. Verdammt! Was, ich habe ja schon 278, lol. Klatsch, klatsch, klatsch. 21 Sekunden? Okay, ich war ziemlich scheiße. Aber ich verlasse das mal. Ich hab's gemacht. Kriegt man dafür auch Sterne? Dann mach ich's doch nochmal. Bestimmt sogar. So reicht, solange ich einen Stern kriege, dann ist alles okay, weil dann habe ich schon die B-Scheiße freigespielt. Komm, gib mir einen Stern. Okay, ich krieg keinen Stern. Verdammt, Scheiße. Die haben mich ja verarscht. Ich bin hier mit dem Glauben an einen Stern hingekommen. Pff. Kaffeepause. Warum heißt denn das auch so scheiße? Das gibt gar keinen Sinn. Als ob ich in der Kaffeepause hierher kommen kann, meine Playstation anmache und diesen Scheiß da fahre. So. Saisonveranstaltung. Aha. Meine verquollenen Augen sehen das schon da. Wann spiele ich das frei? Wie viel tausend muss ich da machen? Internationale A-Lizenz. Internationale A. Alter! Was muss ich dafür machen? Nationale A. Achso, Nationale A. Okay, ich bin dumm. Das ist also Nationale A. Und da muss ich einfach nur fertig haben. Und dann kann ich das auch machen. Sehr gut. Was ist das hier? Ja, immer gut. Überhaupt gar keinen Ansatz zu liefern. Ach. Benachrichtigung, Status. GT Store. Da kann man sich also Shit kaufen, oder was? Ich guck da mal rein. Ich möchte wissen, wie sie mich abzocken wollen. Okay. Ach, 49 Euro! Ja, sicher. Gar kein Problem. 10 Euro habe ich quasi geschenkt gekriegt. Dadurch, dass ich vorbestellt habe. Finde ich aber ganz nett. Oh Gott, ich habe beinahe eine Colaflasche umgekickt. Werkzeuge, empfohlene Inhalte.
Eingabecode. Erstmal den Code eingeben. Nein. Oh Gott, das habe ich getan. Ah ja, ich habe die schon eingelöst. Die könnt mich mal. Nee, dann mache ich doch gleich den nächsten Scheiß. Da wird mein Wagen bestimmt nicht für reichen, oder? Ach, die sehen alle so schnell aus. Wie kann man denn hier sehen? Nee, da kann man es nicht sehen. Was das für Anforderungen hat. Das ist ein bisschen blöd. Warte mal, wenn ich da so draufklicke. Okay, das ist ja blöd. 450 oder weniger. Also 450 ist das Maximum, was ich hier haben darf. Reifen hart oder weniger. 450. Mal gucken, wie viel mein Wagen hat. Beziehungsweise wie viel baue ich da rein, bis er dann endlich 450 hat. Leistung. Oh Gott, ich habe mir das Handy oben geschmissen. Warte mal. Oh Gott. Ich sollte aufpassen, wo ich mit meinen Kackfüßen hinkicke. Aber wenn ich den jetzt hier einbauen möchte, dann habe ich... Okay. Nochmal 20 extra Leistungspunkte. Gibt es nicht irgendwas Günstigeres, was mehr bringt? Ein Rennauspuff zum Beispiel? Der bringt nicht unbedingt mehr, aber der kostet auf jeden Fall mehr Geld. Macht absolut Sinn. Nein, ich wollte gar nicht ganz zurück. Es geht doch verdammt schnell mit dem Einbauen und so. So ein Turbosatz. Was macht der hier? Ach komm, her damit. Nein, ich wollte doch gar nicht zurück. Reicht das schon? Das reicht wahrscheinlich auch schon. Ja, ich habe schon die große Kuppelscheiße und den Rest kann ich da nicht einbauen. Das reicht, das reicht. Ich bin mir sicher, dass das reicht. Meisterschaft. Du hast jetzt drei Rennen am Stück. Halleluja. Mal sehen, wie lange das dauert. Brands Hatch. Oh, verfallen sie jetzt hier schon wieder in das Schema, dass sie 25 mal dieselbe Strecke verwenden, oder was? Ich möchte jetzt hier ordentlich Abwechslung bei der Streckenwahl, ne? Die haben da eine richtig schöne Streckenauswahl, bla. Haben da auf jeden Fall viele Strecken. Was laber ich hier eigentlich für eine Scheiße? Dann möchte ich die auch alle sehen, während ich hier diese komischen Events fahre. Nicht erst wieder in den Saisonveranstaltungen, wo sie sich dann mal ein bisschen was Extravagantes trauen. Ich sollte doch eine Coke trinken. Flacker, flacker. Okay, flackert schon ein bisschen was, aber alles noch im Rahmen. Kein Grund zu weinen. Der eine fährt Slalom, die anderen nicht und so weiter. Total die außergewöhnliche KI. Nicht. Die türkische Kurve. Oh! Oh, habe ich gut genommen. Na, der Wagen scheint schon mal ein bisschen mehr Bums zu haben. Fährt denn hier so ein komischer Oldtimer mit? Du bist hier falsch. Leave! Fährt gar nicht mal so übel, der Wagen jetzt. Es macht schon irgendwie Bock. Und tschüss. Einser BMW verheizt. Mit einem seltsamen Honda. Ich weiß doch gar nicht, warum die einen gezwungen haben, den zu kaufen. Wahrscheinlich ist das ganze Spiel sponsert bei Honda oder so. Gott! Scheiße. Das war uncool. Nee, 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 Mr. BMW. Der hat gebremst, der ist gar nicht stumpf in mich reingefahren. Ist der da etwa kaputt von hinten? Zumindest ist er so ein bisschen schmutzig. Bin ich den hinten reingefahren? Ah, schon wieder. Ist wenigstens so ein Ansatz von Schadensmodell, wa? Für Gran Turismo-Verhältnisse reicht mir das. Das ist voll okay. Alter.
Schalten ist für Verlierer. Was ging früher auch nicht, dass man so eine Kurve fährt und dann, also in der Kurve anfängt Gas zu geben und dann rutscht er so ein bisschen und so weiter. Das war bei Gran Turismo 5 irgendwie auch immer komisch. Da ist er dann irgendwie, weiß ich auch nicht, was er da gemacht hat. Das war auf jeden Fall komisch einfach nur. Jetzt kommt dann das viel realistischer vor. Boah, 4000, ey, ich bin echt erzückt. Achso, zum zweiten Rennen. Boiner vergessen und da hinten wieder hingedrückt. Nee, das wäre natürlich nicht so klug gewesen. Die Musik ist wahrscheinlich so leise, dass man sie nicht hört, aber ich höre sie. Schon wieder dieser scheiß Autumn Ring. Immer nur dieselben Strecken. Das ist die große Variante, wa? Oder? Sonst würden sie nicht diesen komischen Kreisverkehr da zeigen. Der keiner ist. Oho. Aufnahmen aus der Box. Meisterschaft unterbrechen. Heißt das unterbrechen oder ist das abbrechen? Kann ich also eine Pause machen? Fände ich aber auch gut. Das ist immer das Nervige bei so einer Meisterschaft. Wenn man die erstmal angefangen hat, dann kann man da nicht mehr raus. Also wenn man dann quasi aufhören wollte zu spielen, dann musste man die neu anfangen. Also man lässt dann die PlayStation an. Das kann bei großen Meisterschaften wie der Formel 1 oder so. Oder hier wohl eher Formula Gran Turismo. Ich glaube nicht, dass es hier die Formel 1 gibt. Wo dann einfach mal ein Rennen Viertel bis 20 Minuten dauert. Viertelstunde bis 20 Minuten. Dann mal 7 Rennen oder so. Da ist man gut beschäftigt. Wenn man dann mal nicht 4 Stunden am Stück spielen möchte. Alter, ich own die hier mal richtig hart. Nix könnt ihr. Oh, ich kann auch nix. Aber ich kann dich überholen. Haha. Der hat irgendwie einen Texturfehler an seiner Tür. Das übersehe ich einfach mal. Ich überhaupt nicht nur auf die Grafik achten möchte. Was ich die ganze Zeit tue. Oh. Das Spiel gefällt mir. Man fühlt sich gleich heimisch irgendwie. Gute alte Gran Turismo Feeling. Oh Gott, was ist das für eine Kurve? Der hat gute Bremsen, der Wagen. Ich möchte endlich mal einen Wagen, der so viel Power hat, dass ich gar nicht weiß, wo ich die überall hinstecken soll. Meine Reifen einfach nur in der ersten Runde schon verbrennen. Ich hab gar nicht gesehen, ob es da noch irgendwelche dicken AMG-Dinger gibt, so. Oh. SL65 AMG oder so eine Scheiße. Die richtig dicken Oschis, die so viel Power haben, dass man einfach nur explodiert, wenn man damit Gas gibt. Ihr kriegt mich nie! Ja, das ist jetzt aber, glaube ich, auch neu, oder? Konnte man... Ich glaube, bei Gran Turismo 5 war die... Ist dann nicht die Innenansicht, quasi. Sondern man hat hinten, Einfach nur nach hinten geguckt, quasi. Ohne da was vom Auto zu sehen. Da kann ich mich jetzt aber auch täuschen. Das ist cool bei irgendeinem Sportwagen oder so, wo man eigentlich gar keine Sicht nach hinten hat. Hat man denn hier auch gar keine Sicht nach hinten? Sofern man das cool nennen kann. Pfeifer. Küster. Mann, ihr fahrt aber auch richtig Deutsche mit einfach. Erstaunlich viele auch. Ist immer mindestens ein Deutscher dabei. Voll das Multikulti-Game, wa? Alter! Die Kurve hat's mir irgendwie angetan. Nicht im Ernst! Was zur Hölle? Nein, das ist nicht wahr! Ich verliere doch jetzt nicht wegen dem Scheiß, weil ich einfach umgefallen bin! Das könnte dich machen! Das könnte dich machen! Och nein, das ist aber echt ein schlechter Scherz!
Scheiße. Jetzt bin ich wieder Zweiter, weil das scheiß Auto umgefallen ist. Sie einfach mal dreimal überschlagen hat. Oh Mann. Oh, wie stumpf war das denn bitte? Wie so ein alter Beachball, der einfach nur über den Strand rollt. So. Oh nee. Aber nice, nice, dass es so schnell umfällt. Ist auf jeden Fall witzig. Aber das würde ich mir jetzt sau gerne in der Wiederholung angucken, aber das dauert zu lange. Oh, da hätte ich zu gerne Außenansicht gehabt, ey. Alter. Ja, geht klar. Der Echt-Test auf jeden Fall nicht bestanden. Nach der Ente und der A-Klasse das dritte Auto, was einfach umfällt. Oh, Mann. Brands Hatch hatten wir lange nicht. Ist doch scheiße. Warum macht nicht immer dieselben Strecken? Ja, die neue Kameraperspektive könnt ihr euch sonst wohin stecken. Ist sowieso die gleiche Strecke. Die Musik ist echt ganz schön fresh, ey. Japano-Rock hier. Oh. Überraschung, es ist dunkel. Okay, dann ist das noch ganz interessant. Hatten wir noch nicht. Mal sehen, wie das aussieht. Sieht noch nicht verkehrt aus. Ja, ich beschleunige. Danke, Spiel. Die arbeiten, glaube ich, auch ein bisschen mehr mit so Motion Blur. Hat auch eine ganz gute Wirkung an sich. Ah, hinten so der Sonnenuntergang im Rückspiegel. Ich bin überrascht, wie gut das aussieht. Weg da! Aus dem Weg! Scheiß Oldtimer! Was ist das eigentlich für einer? Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, also sage ich einfach gar nichts. Ich muss den Roten nach vorne noch kriegen. Das ist ja eine andere Variante. Aber die kenne ich auch aus Grid. Von daher alles easy. Ich würde gerne wissen, ob es hier noch den Mono gibt. Den Mono von Back. Das offizielle Auto, was sie eigentlich zu Grid 2 Ultra Edition dazu gab. Für 100.000 Euro oder so. Der ist ziemlich nice, der Wagen. Den hätte ich hier auch ganz gerne. Ich finde schon gut, dass es den Crossbow gibt von KTM da. Diese ultraleichten Fahrzeuge, die finde ich doch sehr interessant. Die steuern sich bestimmt auch ganz geil mit der Physik hier. Oh! Einfach mal nichts wiegt und so richtig fett Power unterm Arsch hat. Aber ich glaube, wer ist er denn jetzt? Gott, ich hab's vergessen! Den anderen! Atom! Ariel Atom! Habe ich nicht gesehen. Mal gucken, ob's den. Muss ich gleich mal gucken, ob's den auch gibt. Den hätte ich zu gerne. Hier richtig fette Super-Variante von dem Ding. Zweifach Turbo geladen oder was weiß ich. Oh, scheiße, die Kurve ist doch echt scheiße, ey. Wer hat die nur konstruiert? Der war doch besoffen, der Mann, ey. Oder die Frau. Ha! Geblockt. Eigentlich müsste ich jetzt einen Totalschaden haben. Aber dadurch, dass ich auf einer PlayStation 3 spiele, die das nicht berechnen kann, habe ich nochmal Glück gehabt. Der Himmel sieht auch echt gut aus mit dem Licht. Meine Fresse. Oh. Muss man in den Seitenspiegel gucken oder? Nee, allgemein in den Rückspiegel? Doch, auch. Da verschwinden die ganz viele Texturen und so weiter. Der Seitenspiegel ist, glaube ich, noch schlimmer als der Rückspiegel. Man sieht so richtig, wie die Fahrbahnbegrenzung verschwindet quasi. Ja gut.
sei es drum. Das ist die Sonne. Die spielen aber auch sehr mit der Sonne. Machen sie jetzt in jeder zweiten Strecke die Sonne schön auf tief. Wir haben morgen früh oder abends spät. Wenn man auch ja immer schön die ganzen Lichteffekte hier hat. Sollen sie machen, sollen sie machen. Sieht ja auch geil aus. Solange es nicht so überkrass blendet. Da bin ich doch ganz froh, dass die Scheibe hier so ein bisschen getönt ist. So, gewonnen. Gewonnen. Habe ich auch den ganzen Cup oder die Meisterschaft gemacht, wa? Und Konfetti. Kann man auch alles fix wegdrücken. Finde ich auch super. Keine unnötigen Ladezeiten, Wartezeiten oder sonstiges. 3 Sterne, Alter. Bam. Was? Ist egal. Irgendwas mit Foto habe ich gesehen. Foto. Braucht kein Mensch. Gibt es hier nochmal eine krasse Zusammenfassung? Nee, den obligatorischen Pokal. 5000! Boah, ist aber echt scheiße, ey. Könnt ihr mich nicht mal 50.000? 50.000 fände ich eigentlich angebracht. Für einen Cup. Wenn man den gewinnt. Wer fährt denn so ein Renn-Event und kriegt dann am Ende 5.000 Euro, oder? Credits. Wie das hier heißt. Das ist so nix. Der hat wahrscheinlich mehr für das Auto ausgegeben, als er am Ende da rausholt. Das ist, glaube ich, sowieso immer so bei so einer Rennveranstaltung. Ja, wieder nur Silber, weil mein Auto einfach umfallen musste. Aber okay, ich habe die B-Lizenz freigespielt. Bitte. Bla. Okay. So, jetzt wollte ich gucken, ob es den Aerial Attempt gibt. On my way. Wieso kann ich hier noch nicht hin? Warte mal, hä? Letzter Test für Anfänger. Ach so, okay. Verstehe. Muss man da unten auch noch dieses Kack-Event fahren? Der Atom, der kommt doch eigentlich aus Europa. Atom, oder eher Ariel, wie das ja dann ist. Aber sieht nicht danach aus. Das finde ich aber blöd. Was ist denn das? Ach, okay, das ist dieser Fiat-Tuner quasi, so wie Ruf von Porsche. Jetzt gucke ich hier mal wieder ein bisschen rum, weil ich einfach Bock drauf habe. Der Kutasch, der sieht auch nice aus, ey. Den gibt es auch mit Cockpit. Was ist das denn? Diablo GT2, der sieht aber ein bisschen komisch aus. Das ist ja alles altbekannt hier. Was ist denn das für eine Vention? Von 08. Sagt mir so gar nichts. Ich gab ja diesen einen, der so ein bisschen aussieht wie so ein Kampfjet. Ist das der? Möglich ist es. Lightcar Company. Nice! Oh, der ist bestimmt richtig geil. Ein Rocket Day. Geil. 100.000. Oh, gönn ich mir den? Erstmal angucken. Gibt's auch ein Bild? Der sieht schon ein bisschen behindert aus. Farbe? Ist ja auch an einer nicht behinderten Farbe? British Racing Green, wa? Oh, das sieht aus wie so eine fahrende Bohne, wenn er nicht so hässlich wäre. Nee, den kaufen wir noch nicht. Vielleicht, wenn sich das irgendwie mal ergibt, dass das Sinn macht, die zu kaufen. Ach genau, Renault wollte ich gucken, ob es mein Drecksauto hier auch gibt. Ach komm Leute, es gibt hier jeden scheiß Dreckswagen auf der Welt, den Megane und Eventime, warum auch immer. Das beschissenste Auto auf der ganzen Welt einfach nur. TVR. Oh, ein Speed 12 gibt's wieder. Mit seiner unnötig großen Leistung. Was gibt's noch? Gibt's den neuen Jaguar? Den gibt es nicht. Das macht mich aber traurig. Der ist nämlich ziemlich geil. 9 F-Type. Lotus.
Das sind aber verdammt viele, ey. Ich wollte noch mal gucken, ob es hier einen dicken AMG gibt. Was ist hier der Unterschied? Baujahr wahrscheinlich. Ja, der sieht ein bisschen abgespackter aus als der. Ja, bla bla bla. Na gut. Sah nicht so aus, als ob es jetzt große die Panzermaschinen gibt. Okay, dann mache ich wieder einen Cut. Und weiter geht's in der nächsten Folge.